might be perhaps possible to save his life, but he won't be on his feet for a long time to come, and he is going to be gassed in the next 48 hours. And he thinks, Kleiman, that it would be better to leave things as they are and to do nothing. Well, the story after the suicide of Freddy Hirsch developed very fast. The first thing I informed the rest of them, what I told to Hirsch. Secondly, I moved to the Camp 2D to establish the contact with the resistance, with the resistance movement. They gave me bread for the people. Bread, yes, bread and onions, and said that I will get, they don't know, any, no decision has been made, and I should come later for instructions. The moment I distributed the bread, something happened, namely a special curfew was made within the camp. All administrative activities were stopped. All guards were doubled. Machine guns, etc., were spread around the quarantine camps, and I was out of contact. The transport, the Czech family transport, was then gassed in the evening. They were put on trucks. All of them knew. They were put on trucks. They behaved very well. We didn't know, of course, where the trucks are going. They were being assured once more that they are going to Heidelberg and not to be gassed. And we knew that if they are going out from the camp, the trucks will turn right when they leave the camp. And we knew that if they turn left, there is only one way, 500 yards, and that's where the crematorium was. Diese Nacht war ich im Krematorium 2. Kaum sind die Menschen von den Lastwagen ausgestiegen, waren sie beleuchtet mit Reflektoren und müssten durch einen Korridor bis zu die Stiegen, wo die ja da münden in den Auskleideraum, bis zu die Treppen, da beleuchtet durch, also müssten die laufen. Sie waren geschlagen. Wer nicht laufen könnte in Laufschritt, war also bis zum Tode geschlagen. Also von der SS. Also es war ein außergewöhnlicher Gewalt auf diese Menschen aufgesetzt. Jetzt plötzlich, ohne Worte, ohne Erklärung, ohne jeden, den, plötzlich sind sie ausgestiegen aus den aus dem Lastwagen, und da haute zu die SS auf diesen Menschen. Als sie sich befanden in den Auskleideraum, war ich wieder in den hinteren Tür des Auskleideraums, stand ich hinter die hinteren Tür konnte die schreckliche Szenerie zuschauen. Die Menschen waren verblutet. Sie wussten jetzt, wo sie sich befanden. Sie guckten sich an, die Säulen des sogenannten, wie ich schon vorher gesagt habe, internationalen Informationszentrum, der ihnen so viel Schrecken, der hat sie nicht beruhigt. Im Gegenteil, der hat diesen Menschen einen Schrecken eingebracht, weil sie nämlich schon vorher gewusst haben und gehört haben, diese Menschen in den Lager B2B, was da geschah. Sie waren verzweifelt, Kinder unarmen sich, also Mütter, Eltern, ältere Menschen weinten. Sie waren unglücklich. Plötzlich könnte man sehen, dass von den Stiegen kamen einige SS-Offiziere an. Unter anderem auch der Lagerführer Schwarzhuber, der vorher doch denen versprochen hat, mit einem Ehrenwort eines SS-Offiziers, dass sie ja in Heidelberg überstellt werden. Da habe ich gesehen, sie fingen an zu schreien, appellieren, Heidelberg war eine Täuschung, wir waren belogen, wir wollen leben, wir wollen arbeiten,
und guckten dabei im Gesicht den der SS-Henkern. Aber die haben sich, die waren ja wie nicht beteiligt. Die haben nur zugeschaut, als plötzlich eine Menge ausbricht. Wahrscheinlich wollten sie sich stellen in die Augen gegen den Schergen, SS-Schergen, und denen sagen, wie sie belogen war. Aber in dem Moment kamen einige Posten und schlagen mit Knüppel zu, und einige waren auch verletzt. In Auskleiderung. Unter diesen Umständen kam es also unter außergewöhnlicher Härte, die ja waren diese Menschen jetzt gezwungen, sich auszuziehen. Einige haben sich ausgezogen, aber nur die Kleine, eine ganz kleine Menge. Die Mehrheit, die haben nicht diesen Befehl befohlen. Und plötzlich hörte ich, wie ein Chor fing an, sich singen, ein Gesang verbreitete sich in den Auskleiderungen. Und da fing an zu klingen, sie singen die tschechische Nationalhymne und die Hatikva. Es hat mich sehr berührt, dieser also dieser Vorfall meiner Landsleuten. Und ich habe mich erfasst, dass mein Leben nicht mal keinen Wert hat. Was soll ich mal leben, für was? Und da ging ich in die Gaskammer mit denen und entschieden zu sterben. Mit ihnen. Da kamen plötzlich zu mir einige Leute, die mich erkannt haben. Weil ich war einige Male mit meinen Freunden mit den Schlosser in Familienlager. Und plötzlich kam eine kleine Gruppe von Frauen zu mir, guckte mich an und sagte, Du warst schon in der Gaskammer. Und sagte mir also, du wirst ja sterben, aber das hat doch keinen Sinn. Dein Sterben wird nicht unseres Leben bringen. Das ist keine Tat. Du musst von hier raus, du musst ja noch berichten über den, was wir leiden, was für ein Ungerecht uns geschehen ist. That's how it ended with the first Czech family transport. And it was quite clear to me then that the resistance in the camp is not geared for an uprising, but for survival, for the survivors of the members of the resistance. I then decided to act what was called by the members of resistance as anarchic and individualistic activity,
like an escape and leaving the community for which I'm co-responsible by that time. The decision to escape, in spite of the policy of the resistance movement at that time, was formed immediately, and I started to press on with the preparations for the escape together with my friend Wetzler, who was extremely important in this matter. And I, before I left, I spoke with Hugo Lenek, and Hugo Lenek was in command of the second of the resistance group in the second family transport. Yes, and I explained to him that from the resistance movement, they can explain nothing now. Expect nothing but bread. But when it comes to the dying, they should act on their own. As far myself is concerned, I think that if I successfully manage to break out from the camp and bring the information to the right place in the right time, that this might be a help, that I might manage, if I succeed, to bring help from outside. And also it was a firm belief in me that all this was possible because either the victims who came to Auschwitz didn't know what is happening there, or if somebody had the knowledge outside, that the knowledge was... I would say that they didn't know, that's it. And I thought that if this will be made known by any means, within Europe, and especially within Hungary, from where a million Jews were supposed to be transported to Auschwitz immediately in May, and I knew about that, that this might stir up the resistance outside and bring help from outside directly to Auschwitz, and thus the escape plans were finally formulated, and the escape took place on April 7th. And this is the main and the deep reason why you decided to suddenly escape. At that moment to press on with it. In other words, not to delay anything, but to escape as soon as possible. To inform the world. About what was going on. Right. In right. Auschwitz. Right. Now I go back 35 years. Now, I don't go back, you know. It's a matter of... In the middle of 1942, I was thinking to continue my service as a courier between the Polish underground and the Polish government in exile, in London. The Jewish leaders in Warsaw learned about it. A meeting was arranged outside of the ghetto. There were two gentlemen. They did not live in the ghetto. They introduced themselves. Leader of Bund, Zionist leader. Now, what transcribed what happened in our conversation first? I was not prepared for it. I was relatively isolated in my work in Poland. I did not see
many things.